Hallo, hier ist wieder die abhebende Nussstulle. Ja, es wird wieder World Thunder gespielt. Mit einer I-15 M22 der Russen. Auf Gegenang Operation gegen Angriff. Oh ja. Kenne ich nicht. Auf jeden Fall habe ich. Oh, wollte ja eigentlich ein paar Aufnahmen hintereinander aufnehmen. Ohne Pause, aber da habe ich einen ziemlichen Schock noch bekommen am frühen Tage. Nämlich auf einmal war meine Festplatte weg. Mit den ganzen Aufnahmen, das war ja wirklich eine ziemliche tragische Geschichte geworden. Eieieiei, aber dann hat doch Windows die am Ende erkannt. So. Ziemliches Mistwetter hier. So, wenn ich wüsste, was dieses Szenario erzählt. Deutschland gegen Russen. So, Moschi, Ruska. Moschi, Russen. Kein Plan, wo das ist. Irgendwo in Russland. Aber frag mich nicht wo. So, wo sind denn die Faschisten? Außer den Fahrzeugen, die ich sowieso nicht abknallen kann. Ui. Im Flakfeuergebiet bin ich. Direkt, da haben wir ja schon einen Gegner. Du denkst, du entkommst mir? Oh. Scheiße, der hat mir entkommen. Oh. Oh, jetzt kommt er. So, nee, da komme ich nicht mehr raus. Schade, naja. Ja, da wurden wir von hinten abgeknallt. So, naja, gut, zurück zum Hanker.
Was ist nochmal dein Immelmann? Ich glaube, das ist ein Looping, wo oben die Seite gewechselt wird. Enzyklopädie, Missionssammlung, Spielen, Steuerung, Taktik. Baumwipfel, Kunststücke. Ah, da der Immelmann. Ja, Looping und dann drehen. Immelmann, Wendemanöver. Aha. So eine hohe Schleife. Schon krass. Ja. Na gut, dann wollen wir mal mit den Briten weiter. Hoffentlich, da werden wir ja gleich sehen. Bis gleich. Hallo, da bin ich auch schon wieder mit der Fury Mark II über Saipan. Mit den Briten gegen und den Amerikanern als Verbündeten gegen Japaner. Und wir starten auf einen Flugzeugträger. So. Und wir sind wieder ziemlich spät ins Spiel reingekommen. Dass alle Freunde so weit vorne sind. Naja, was soll's. Ja, einsame Havoc. Da hinten. Kampf. Jo. M8 O13. Ja, Havoc ist da schon ganz schön am Damagen am Boden. Da kann die gut. Das ist ein sehr feines Maschinchen. Sollte nicht mal so viel Gas geben, sonst bekommt er so unseren Motor nicht gut. Ja, jetzt fliegen wir da erstmal ein bisschen rum. Mann, wäre das ärgerlich gewesen, die ganze Aufnahmen, die noch nicht hochgeladen sind. Ich weiß gut. Das hätte ich gar nicht rekonstruieren können. Aber jemand meinte, dass es wohl dran liegt, dass einfach nur das Kabel raus war. Wollen wir mal das hoffen, dass es so ist. Ja. Wir fliegen ein bisschen geradeaus. Das machen wir, weil ich wieder ein bisschen am Monitor versuche sauber zu machen. Damit wir besser sehen, wo der Gegner ist. So. Hm.
Anne verlagert sich zur anderen Insel. Ach, da eine A6K. Diesen Wal, den wir schon mal erlebt haben. Aber der ist in einem ziemlichen Rude von befreundeten Fliegern drin. Soll ich wirklich damit mischen? Ach, tun wir es mal. Vielleicht haben wir ja das Glück, den entscheidenden Treffer zu landen. Und wir sind abgeschossen worden von dem Ding. Naja. Das war ja nicht so erfolgreich, die Aktion. Hätte ich mehr von oben kommen müssen. Na gut, wollen wir mal zurückgehen. Und auf den nächsten Kampf warten. Also, bis gleich. Hallo nochmal. Da sind wir jetzt mit den Japanern über Essen. Sprich, da wird eine total gemischte Schlacht werden. Lasst mal gucken, wen wir da so haben. Ja, wohl alle gegen alle wohl. Sieht es zumindest so aus. In dem Fall sehe ich da keine Landeswappen mit dem. Ja, ich sehe hier schon von jeder Nation einen eigenen Flieger auf unserer Seite. Und wir sind gestartet in Nähe Wuppertal. Ja. Aber könnte das sein? Wuppertal nicht. Der könnte so Richtung Velbert, Remscheid, sowas in die Richtung gehen. Nee, Velbert auch nicht. Ja, weiß ich gerade nicht. So ganz genau. Das ist südlich von Essen. Ja, so. Punkt A angreifen. Punkt B angreifen. Punkt C angreifen. Punkt B angreifen. Feindliche Basis zerstören. Niemals. Feindliche Truppen angreifen. Nein, greif den Feind an. Entschuldigung. Ja, da spammt ein bisschen wer mit den seinen Kommandoknöpfen rum. So. Na komm. Das
bisschen, ja. Bisschen auch. Und ich merke schon dafür, dass das Ganze hier keine gute Idee war, dass wir selber jetzt auf dem Kicker sind bei jemandem. So, da wurden wir von hinten weggeranzt. Und haben aber eine Abschusshilfe erreicht. Ja, das war nochmal eine relativ kurze. Dann haben wir diesmal eine relativ kurze Folge von Nussstunde hebt ab hinter uns. Ja, die nicht ganz so erfolgreich ist. Naja. So, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da, ein Kommentar da und ein Däumchen da. Bis dann. Tschüss.